Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist der Robert, der seid auf meinem Kanal gelandet und wir spielen Stranded. Deep und gute Nachrichten für alle, die keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß hatten, den wir bis jetzt so gebaut haben, denn mein Savegame war nicht kompatibel. Das bedeutet, wir müssten uns jetzt erstmal ein neues Inselchen suchen. Allerdings auch eine gute Nachricht, unser Boot ist wieder da. Wir haben unser kleines gelbes Boot wieder und es ist praktisch wie immer. Und hier unten gibt es allerdings gleich mal eine Kiste, die möchte ich mir dann doch nochmal einverleiben. Kannst mal... Hallo? Öffne dich. Toll. Eine Torch, das hat sich jetzt richtig gelohnt. So, wir haben sowieso noch keine Ahnung, wo wir sind. Wo ist denn hier die am nächsten aussehende Insel? Die sieht gut aus. Da fahren wir mal zu der. Weil so ganz mit so einer kleinen Pippi-Insel, wie das hier gerade war, möchte ich eigentlich gar nicht erst anfangen. Und der Mod ist jetzt natürlich wieder verschwunden. Wie man sich vorstellen kann, also entsprechend paddeln wir wieder so langsam wie eh und je. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht alles noch ein bisschen langsamer geworden. Aber was soll's. Was soll's, wir haben Zeit. Mehr oder weniger haben wir Zeit. Okay, das Neuladen der Biome ist noch nicht gefixt worden. Was jetzt im Patch hinzugekommen ist, sind ein bisschen vereinfachte Crafting-Rezepte. Rezepte natürlich. Und was ich noch ganz wichtig finde, es gibt so eine... wie heißt denn das? Also das Englische ist Waterfords. Also ich würde sagen so, es sieht ein bisschen aus, sag ich mal, wie irgendwelche ausgedienten Teile von Bohrinseln. Jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, was neu hinzugekommen ist. Man kann sich jetzt einen Fischfangkäfig bauen, der soll wohl auch funktionieren und was noch? Gute Frage, nächste Frage würde ich sagen, die Insel ist anscheinend weiter weg als ich dachte. Die Leitern sind verbessert worden, man kann jetzt mehrstöckig bauen, was ich sehr geil finde. Das bedeutet, es wird dann wahrscheinlich endlich mal Zeit für meinen Leuchtturm. Und ich weiß aber noch nicht so richtig, wo es uns generell hin verschlagen wird, weil wir haben ja jetzt noch gar keine Basis oder sowas. Eine Basis hätte ich natürlich gerne wieder. Aber jetzt kann natürlich sein, dass ich erstmal meine Stoppuhr anmachen muss, aber das kennt man, das Spiel. Hier unten ist auch irgendwas. Ah, ein Boot. Also kein Boot, ein Schiff. Ein Schiff. Ein Wrack. Ein Wrack eines Schiffes. Und es gibt jetzt auch wieder... Wracks auf Inseln, das habe ich schon gesehen. Und noch diverse andere coole Sachen eigentlich. Allerdings, wie gesagt, ich musste wieder ein neues Spiel anfangen, weil das alte war absolut nicht mehr benutzbar. Also gar nicht mehr, es war irgendwie alles weg, nichts mehr da entsprechend. So, da drüben liegt was. Oh Gott, das Paddeln ist so langsam ohne Mod. Also da liegt nichts, sondern da ist ein Wrack. Ein Schiffswrack. Ich gucke erstmal auf die Inseln. Danach mache ich mich wahrscheinlich gleich auf zur nächsten. Was sagt denn hier eigentlich? Ja, Essen, Trinken, alles entspannt. So. Was findet sich denn hier? Nichts. Ein Stick, den können wir schon mal mitnehmen. Das hatte ich vorhin auf der Insel. Das hätte ich natürlich gleich machen können. Wie wir alle wissen, sind natürlich jetzt Sticks und Stones für den Anfang überlebensnotwendig. Ich glaube, es ist alles noch ein bisschen angepasst worden. Ich glaube, ich hoffe, die Haie sind nicht mehr ganz so aggressiv. Es gibt, glaube ich, auch noch irgendwelche neuen Tierchen. Aber ich lasse mich überraschen. Wir sind ja hier Gestrandeter und Überlebender und so weiter. Und da ist natürlich immer schlecht wissen, was einen erwartet. Deswegen... Ich teaser mich da immer nicht ganz so stark. Ich gucke halt gerne mal nach, was es so Neues gibt. Aber das war es dann meistens auch schon. Also ich schaue jetzt nicht nach, ob es irgendwas... Keine Ahnung, wieder, ob es irgendwelches Bug-Using gibt oder so. Das lasse ich mir alles. Das erspare ich mir selber. So, und trotz des Heils, der verdächtig nah war, möchte ich hier doch mal... Wo ist er denn, der Hai? Hat er sich wieder verknuspert? Dann können wir hier... Ach ja, und es gibt jetzt Geräusche des Protagonisten. Weg. Die Machete nehme ich dann doch ganz gerne mit. Und jetzt muss ich hier aber schon erstmal wieder raus. Oh Gott.
Wer soll dir das denn abnehmen? Ja, und dieses gedrückt halten. Erstmal noch eine Machete, das ist super. Und die Goggles. Warum kann ich die jetzt nicht mitnehmen? Ach, und hier oben ist auch noch was. Sehr schön. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen leiser war. Ich musste Sachen machen. So, die Goggles, die haben wir gleich angezogen. Konnten sie aber nicht weiter mitnehmen. So, und als ich jetzt gerade bei der Insel war, hatte ich doch gesehen, dass hier eine andere wieder sehr nah ist. Aber welche war denn das? Welche Insel war das? Die da drüben ist sehr weit weg, das sehe ich. Und wir sind, glaube ich, gerade von hier gekommen und ich hatte an der Insel vorbei. Ach, fahren wir einfach zu der. Ist ja jetzt wurscht, da sind wir definitiv nicht hergekommen. Glaube ich. PS, glaube ich, das da unten, das wird einfach nicht sein. Das ist nichts, das ist alles nichts. Ja, wie gesagt, ich möchte halt gerne erst einmal, bevor wir hier wieder anfangen, eine Basis zu bauen, möchte ich erstmal was finden, wo es sich lohnt, eine Basis zu bauen. Weil ganz ohne ist doof. Was haben wir da unten? Eine Schildkröte. Okay. Schildkröte kann ich akzeptieren. Ein Hai fände ich jetzt doof. Ja. Ich habe ja zum Thema wenig Videos die letzten Tage. Puh, das kann halt mal vorkommen, glaube ich. Ich hatte einfach viel zu tun, viel um die Ohren. Da muss ich mir jetzt auch, glaube ich, oder wie seht ihr das? Da muss ich mir jetzt groß nicht eine Entschuldigung einfallen lassen. Das ist nun mal einfach so. Das ist bei einem Hobbykanal, kann man das nicht ändern, auch wenn die Abonnenten natürlich fleißig immer weiter wachsen. Aber ich kann es einfach nicht professionell betreiben mit pünktlich jeden Tag Videos. Es muss auch mal Ausnahmen geben. Und ich versuche ja schon oft was hochzuladen, auch viel, damit es eben eine gewisse Abwechslung gibt bei mir. Aber es ist alles nicht so einfach, dass man sich jederzeit die Zeit nehmen kann, aufzunehmen. Und das ist ja nicht nur das Aufnehmen, das ist ja dann auch das Videoschneiden, ganz grob. Man merkt es an den Videos, da sind keine Schnitte drin. Ja, Videos schneiden, da muss man die Videos rendern und das Videos rendern, da muss ich natürlich nicht aktiv dabei sein, aber da ist der Computer wieder nicht benutzbar. Das bedeutet, während die Videos rendern, kann ich natürlich nicht aufnehmen. Und auch die Insel kommt mir bekannt vor mit dieser einzelnen Palme dort so. Na, werden wir etwa unser altes Zuhause gefunden haben, jetzt natürlich ohne den ganzen Kram. Die Insel gefiel mir ja eigentlich recht gut. So, wenn man mal so generell spricht, gefiel die mir sehr gut. Kann natürlich auch sein, dass es eine ganz andere Insel ist, dass sie ganz anders aussieht und dass sie zufällig nur auch diese Signalpalme dort vorne hat. Aber mit der Signalpalme bin ich eigentlich immer gut klargekommen. So, klappt das hier eigentlich? Nee, das schneller Rudern, ich glaube, ich mache es einfach falsch. Das klappt jedenfalls nicht mehr so richtig. Wir kommen ja gar nicht mehr voran. Was ist denn das? Oh. Anscheinend hat es doch geklappt. So, minimales Bug-Using betrieben. Nee, das. Dieses Eiland gefällt mir auch nicht. Ist auch nichts Spannendes in der Nähe. Vor allen Dingen ist da drüben schon wieder ein Hai. Die ist ein bisschen buggy, die Insel. Da ist der nächste Hai. Hallo, Herr Hai. Da drüben gäbe es noch was zu holen. Nee, die ist. Sorry, dass ich dann nochmal eine weitere Insel suchen muss. Die gefällt mir aktuell noch gar nicht. So, uns geht's noch verhältnismäßig gut. Wir könnten mal ganz fix was naschen. So, bloß so als Zwischendurch-Snack. Ach ja, und das Hocken ist angepasst worden. Jetzt muss ich erstmal was abwerfen, damit wir die Drinkable Coconut trinken können. Ist nicht so, dass das alles Zeug im Rucksack wäre. Ich packe natürlich, wenn ich was essen will, so unterwegs, packe ich das natürlich immer erst in den Rucksack. Und dann hole ich es wieder raus. So, yep, wieder satt. Satt und sitt. Sind wir wieder unterwegs? Gucken wir, können wir gleich mal zum Hai gucken, wie die sich jetzt aktuell so verhalten.
Ach, und da haben wir auch gleich schon so ein Seaford. Gut, das bedeutet, in dem Seaford gibt es immer so viele Sachen, dass jetzt doch hier erstmal ein temporäres Lager aufgeschlagen wird von uns. Und mit temporär meine ich, ich brauche diverse Sachen. So, was kann denn jetzt hier erstmal... So, das ist kein Weg, das kann Weg. Achso, der Stein kann auch noch. Das kann hier hin. Bloß mal eine kleine... Also eine kleine Ordnung muss man sich ja trotzdem beibehalten. So, ein Stick. Erstmal die liegenden Sticks mitnehmen. So, und vor allen Dingen brauche ich Lashing. So, bei Unlashing geht ja bekanntlich nichts. So, weil dann nehme ich mir jetzt hier mal noch alles, was an Sticks und Stones so rumliegt. Crafte mir ganz flott mal ein Lagerfeuerchen. Und vielleicht ein Bett. Und ganz wichtig natürlich eine Axt. Was blinkt denn da so? Ach, da. Die Bandage glitzert im Wind. Nicht im Wind. Sie glitzert im Sonnenlicht. Natürlich. Sie glitzert im Sonnenlicht. Okay. Jetzt kommt der ganze Spaß hier erstmal auf den Haufen. So, da könnte man jetzt schon ein Kämpfer. Das hat sich alles ein bisschen verändert. Muss mich auch erstmal dran gewöhnen. So, Crude Axe, Crude Hammer, Campfire oder Fish Trap könnten wir schon bauen, praktisch. So, wir brauchen als erstes mal dieses. So, wie viele Steine haben wir denn noch? Campfire ist natürlich auch immer wichtig. So, Crude Axe, Crude Hammer. Okay, dann bedeutet das für mich, ich muss jetzt, glaube ich, mal gleich erstmal noch ein bisschen nach Steinen suchen. Muss ich ein bisschen wenigstens umschauen, was es hier so gibt. Da ist zum Beispiel noch ein Rock, der hat sich ganz gut versteckt. Die sind ein bisschen besser jetzt. Die spawnen ein bisschen besser, die Sachen. Also ich meine damit nicht mehr, sondern an verschiedenen Orten und so weiter. Und ja, ich weiß, das ist spannend, dass wir jetzt da gleich reinmachen, aber ohne ein bisschen Vorbereitung geht dann leider gar nichts. Weil ich möchte nicht Hals über Kopf dahin stürzen. Und dann stelle ich fest, da oben, alles klar, ich habe hier gar nichts dabei, ich verhungere gleich. Und so ein Zeug, und die Sonne geht nämlich gerade unter, deswegen dachte ich mir, machen wir jetzt mal schnell uns noch ein Bett. Das bestand ja nicht aus so viel Zeug, da brauchte ich keine Axt für zu craften. Ich stelle fest, dass sie die Schatten etwas verbessert haben. Die sind jetzt viel... Also weniger pixelig, die Schatten. Deutlich weniger pixelig. Kaum noch, gar nicht mehr, wie auch immer. Huch. Ja, an das neue Ducken muss ich mich noch gewöhnen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr hin. Das ist jetzt nicht mehr einmal drücken und man ist generell geduckt, sondern das ist eben... Wie heißt es denn so schön? Ich muss es gedrückt halten, ja. Das ist nämlich ein bisschen anders als vorher und in meinem Alter ist das dann nicht so einfach, sich dann einfach so umzugewöhnen. So. Reicht das eventuell schon für... Le Bett? Ach, gedrückt halten. Nee, irgendwas fehlt. Ich schätze mal, es werden noch mehr Stickies sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als 4 Lashing braucht, mehr als 4 Palmfongs braucht. Aber mit den Lashings könnte es natürlich. Mit den Sticks könnte es natürlich zusammenhängen. Ich musste jetzt war ich selber entsetzt von dem, was ich gerade gesagt habe. Und generell, ich glaube auch die Bodentexturen sind ein bisschen hübscher geworden. Ist alles ein bisschen hübscher als vorher. Ich möchte ein Bett. Was fehlt mir denn da noch? Braucht das vielleicht noch mehr Lashing, was wir nicht haben? Ach doch, hier drüben. Sehr praktisch. So, wenn es jetzt am Lashing lag, dann Asche auf mein Haupt. So, Bad, da ist es. Super.
Essen und Trinken sieht eigentlich sehr gut aus. Ich würde jetzt einfach nur... So. Ah, ich muss es auch gedrückt halten, dass es brennt. So, uns geht's verhältnismäßig gut. Ich lege mich jetzt erst einmal. Schlafen. Tada! Ein neuer ruckeliger Morgen. Und ich habe bestimmt, wie man das kennt, ich habe fürchterlichen Hunger und weiß gerade nicht, wo wir uns hier irgendwas noch fangen können. Die kommen hier wieder schwierig runter. Ah, jetzt. Sehr gut. So, Green Coconut, die werde ich mir mal schnell einverleiben. Komm schon, wir wollen heute noch ins Fort. Und ich wollte keine überlange Folge machen. Aber ich muss ja gleich noch eine aufnehmen. So, so. Das hat schon ziemlich viel gebracht. Mit ziemlich viel meine ich etwas. Und mit etwas meine ich fast gar nichts. So, drinkable. Da liegt auch noch ein Stein. Wie praktisch. Das ist ja alles super. Wir haben hier so viel Zeug. So, das muss lang. Jetzt können wir hier noch einen Stein ablegen. So, was brauchen wir alles nicht? Die Axt brauchen wir nicht und das Feuerzeug brauchen wir auch nicht, aber ich möchte ungern darüber fahren, ohne Machete. So, was? Da drüben ist es. Super. Da fahren wir jetzt dann mal noch fix hin. Was haben wir denn? Ach, 14 Minuten erst. Ich habe 19 gelesen. Super. Also es werden nicht ganz 14 sein. Ich habe es natürlich wieder nicht gedrückt. Aber scheiß drauf. Ich will da jetzt rein und will gucken, ob es dort was Cooles gibt. Da unten gibt es vor allen Dingen noch ein cooles Schiff. Da gibt es einen coolen Hai. Alles voll mit coolen Sachen. Und die sind schon... Ich war schon mal in einem drin. Da hatte ich getestet oder geguckt, was im neuen Patch war und ob mein Safe Game lädt. Und es lädt natürlich... Loot. Es loot nicht. Und dann habe ich halt mich umgeguckt und dann war direkt neben der Insel, wo ich gespawnt war, war dann halt direkt gleich so ein Teil hier da. Und ich bin gespannt, was es gibt. Das ist eigentlich ganz witzig auch so. Hier gibt es nämlich so fast Plattformsektionen, möchte ich es nennen. Weil, also nicht von Plattform, sondern wie Platforming halt. Weil man hier sieht man diese eingestürzte Brücke, über die man easy drüber springen kann. Aber wenn nicht, dann fällt man halt runter. So, ich bin aufgeregt, was es gibt. Hep. So, das ist etwas gruselig, aber nur etwas. Hier mit diesem... Die Musik, die hier so kommt und generell. So, was haben wir denn da? Eine Engine. Ich würde sagen, ich muss das dann irgendwo alles mal... Irgendwann mal zusammensammeln, was wir hier so finden. Okay, den Leiter lasse ich liegen. So, hier können wir dann nachher mal rüberhuppen. Hier gibt es nichts. Generell scheint es hier nicht so viel zu geben. Oh, hier hat jemand... Hier können wir einfach so rübergehen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, es wackelt hier alles und buh. Also es gibt ja zum Glück keine Geister oder ähnliches, sonst würde ich mir das dreimal überlegen, ob ich hier reingehe. Und wenn die Entwickler das einführen, dann war es das mit Stranded Deep an dieser Stelle. So, hier liegt ein Brett, hier noch irgend so ein alter Scheiß. So, Konsole. Noch ein Engine Part. Können wir mitnehmen? Steckt ja. So, ein Locker. Noch ein Paddel. Cloth. Das heißt nicht mehr Cloth, es heißt jetzt doch. Es heißt nicht mehr Cloth, es heißt jetzt Cloth. So, hier eine Bandage. Noch eine Machete, die nehme ich auch gern mit. Und dann geht es noch ein wenig weiter nach oben. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier oben noch was finden. Ja, richtig viel, wie man sieht. Boah, hat sich das gelohnt, hier noch hochzulaufen. Oh, okay. Okay, so, hier einmal runter. Und dann praktischerweise
die Treppe benutzen, also nicht die Treppe, sondern den Steg benutzen. Lieber schnell machen, nicht, dass wir runterfallen. Wäre ja auch witzig, wenn sie sowas anbauen würden. So, in dieser... Was finden wir denn hier so Schönes? Haufen umgestürztes Zeug. Es erinnert ein bisschen alles an DayZ, muss ich sagen. Noch eine Engine. Mensch, da freue ich mich aber. Oh, Eimer. Eimer ist natürlich wirklich wichtig. So, da sind wir hergekommen. Es müsste eigentlich theoretisch noch einmal nach oben gehen, genau. Und dann ging es gerade auch noch nach unten, habe ich gesehen. Wenn es nach unten geht, das scheint mir ein gutes Zeichen zu sein. So, eine Axt. Jetzt sind wir fast full. Propeller. Noch eine Axt. Noch ein Hammer, wollte ich gerade sagen. Aber das stimmt so nicht. So, das unnützeste Item lassen wir hier. Kompass, sehr schön. Wie praktisch. Noch ein Hammer. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Na, ich glaube, wir kommen einfach nochmal wieder. Wir können halt eben doch nicht alles mitnehmen. Genau, Fuel Tank. Aber ich werde das mal, damit ich... Ich werde das hier alles mal sammeln. Hier so. So, ist das Cloth, was ich weggeworfen hatte? Cloth hier, oder Cloth, ist ja die korrekte Betonung. So, da können wir das, können wir alles da lassen. So, einmal noch nach ganz oben. Hier können sich auch Kisten verstecken. Ich hatte beim ersten Mal, als ich hier so hingeguckt hatte, hatte ich hier nämlich eine Kiste gesehen. So, schöne Aussicht auch. Auch nach unten. Hat definitiv was. Man sieht nach wie vor die Levelgrenzen, aber ich schätze mal, dass die Unity Engine vielleicht zu dem Zeitpunkt beziehungsweise mit der Engine-Version einfach noch nicht so viel schafft. So, da ist ein Hai. Es ging hier noch irgendwo nach unten. Aber ob es hier was zu holen gibt, nein. Nein. Nein, 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 nein. Okay, dann haben wir das hier auch geschafft. So schnell wieder rüberflitzen. So, hier hatten wir, glaube ich, fast alles eingesammelt. Klar, zweiten Eimer nehme ich auch noch mit. Bucket Nummer 2. Das Feuerzeug brauche ich allerdings wirklich nicht. So, und jetzt kommt hier die Sache, wo wir springen müssen. Und damit das nicht so lange dauert. Game safe, sagt er. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe ein Safe-Game-Problem. Oh, das tat auch noch weh. Damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Aber der ist ja hart im Nehmen. Der sagt, es tat weh. Seine Uhr sagt, das tat überhaupt nicht weh. Okay, nächster Versuch. Du kannst dich da unten mal schön verpissen. Und mein Floß lässt du gefälligst auch in Ruhe. Hm. Der hat jetzt natürlich, sag ich mal, ein wenig, Jawohl. Das habe ich doch hervorragend gemacht, ohne Ankündigung groß, ohne Geronimo rufen. Da drüben ist unsere Insel. Hier liegt bis jetzt gar nicht und es ruckelt halt ganz merkwürdig. Ich habe hier volle 60 FPS, auch mit Aufnahme. Aber es ruckelt extrem merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit diesen Forts zusammenhängt oder so. Oh, Bohnen. Bohnen, Bohnen. Die werden wir uns gleich einverleiben. So, mal kurz den Propeller ablegen und schnell die Bohnen. Super, dann sind wir nämlich auch wieder satt. Ja, alles doppelt. Und es setzt sich das fort, was ich mir schon fast gedacht hatte.
Engine Parts finden ist einfach nicht so mein Ding. Geil, noch eine Machete. Da sind wir wahrscheinlich bis Lebensende jetzt mit Macheten versorgt. So, noch ein Fuel Tank. Und es geht noch hier hoch. Hoch, hoch, hoch. Bisschen so Endboss-Kiste-mäßig hier. Wow, ein Air Tank. Herzlichen Glühstrumpf. Herzlichen Glühstrumpf. Okay, dann würde ich sagen, mit Blick auf unsere Insel und nachdem wir dieses Ding hier leer gelootet haben, verabschiede ich mich und sage bis morgen, macht's gut und tschüss, euer Robert.